Das war eigentlich der ganze Bewerb. Gröbere Verletzungen hat es eigentlich gar nicht gegeben, außer Betems, der hat sie verletzt von Iblenthal. Aber wenn man die Frau hat, ist er schon wieder auf die Füße. Presse, Rundfunk, ORF, alles war im Zielraum versammelt, hat den nötigen Imperio eingeholt. Robert Papp, Sprecher der Bär. Die Weltcup-Siegerin, Gesamt-Weltcup-Siegerin, Elvira Holzknecht. Und alles wartet schon gespannt auf der Siegerehrung. Pilz, dann exklusiv Interview. Aber er hat sie positiv geäußert. Er hat sie gesagt, das wird das nächste Jahr ein super Rennen werden. Aber er muss umstrengen, hat er gesagt, weil die Konkurrenz ist groß geworden. Was haben wir bei der Vorbereitung zur Siegerehrung? Gibt es noch kleine Diskussionen, Interviews? Der Truppmann Bär hat das hervorragend gemacht. Er ist auch ein Profi. Die Voraussetzungen haben, ist hier natürlich einiges noch zu machen. Der Lichtpunkt hilft also diese regionale beliebte Lockner Josef. Was haben wir jetzt noch bei der Ansprache? Das ist halt vor der Siegerehrung. Fährt. Das ist mein Kommissar Rex, alias Tobias Moretti, ein ganz besonderer Rodelfreund. Er ist gerne auf der Rodelbahn, hat er gesagt. Er wird wahrscheinlich bei dem als Vorläufer starten. Eventuell wird er Doppelsitz rein fahren. Bei allen Funktionären hier in Oberpfalz, die es möglich gemacht haben, diese Rodelbahn für die Weltmeisterschaft zu adaptieren. Vor 14 Tagen sah es hier an der Bahn ja noch relativ schlecht aus. Es war ja heuer wirklich ein sehr, sehr schlechter Winter in dieser Hinsicht in Tirol in Oberpfalz hier. Herzlich freuen. Okay, wir kommen. Da haben wir die Siegerin, die Holzknecht Elvira. Die Koch Irene war der Zweite. Und der dritte Platz geht an Hasel wieder Doris in Italien. Im Streckenrekord von 1.18.19 ist momentan von der Holzknecht Elvira aufgestellt worden. Sind wir bei dem Anderreit. Pilz Geihardt hat noch acht gewonnen, die Bahn ist in gut gelegen, hat er gesagt. Im zweiten hat er Lasky von Anton gemacht. Im dritten Platz, da war es Andi. Der Andi war zufrieden, hat er gesagt, aber es sind noch Reserven drin für das nächste Jahr. Und natürlich beim Doppelsitzer erwarten sie allerhand. Im Bahnrekord bei den Herren hat der Ploner Hermann aufgestellt aus Südtirol mit 1.16.55.
Da sind wir bei der Siegerehrung. Bei den Doppelsitzen. Die Favoriten setzen sie immer durch. Sie haben sie auch beim Wendtest durchgesetzt. Helly und Ruhr Zandi. Ja, Rang 2 belegt nach das italienische Doppel. Niedermeier Roland, Burger Hubert. Und der dritte Preis ist an Bischofer Michel und Kegel Herbert gegangen. Die Zeiten auf den Siegerpaal im Doppel. Jetzt genauer gesagt zur WM-Generalprobe der Naturbahnrodler am Wochenende in Oberperfus. Wie ist es gelaufen, Robert Barth? Ja, es gab großes Zuschauerinteresse, eine schnelle Bahn und äußerst spektakuläre Situationen, Szenen, Aktionen. Es war eine gelungene Generalprobe für die Weltmeisterschaft im Naturbahnrodeln 1996 in Oberperfus. Bei den Damen liegt Elvira Holzknecht aus Lengenfeld nach den ersten beiden Läufen an zweiter Stelle. Eine halbe Sekunde vor der Vize-Weltmeisterin des Vorjahres Irene Zechner aus der Steiermark. Und dann gelingt ihr ein starker dritter Lauf. Zechner startet unmittelbar hinter ihr, kommt aber nicht an die Zeit von Holzknecht heran und muss sich in der Endabrechnung 6 Zehntel hinter Elvira Holzknecht mit Rang 2 zufrieden geben. Dritte die Südtirolerin Doris Haselrieder. Hier erste spektakuläre Aufnahmen unserer Montierkamera vom oberen Streckenbereich, wo auch schon sehr schnelle Passagen zu bewältigen sind. Der vierfache Weltmeister aus Bad Gäusern, Gerhard Pilz, hat lieber weniger schnelle und technisch noch anspruchsvollere Bahnen. Aber er demonstriert einmal mehr seine Klasse, legt im dritten Lauf nochmals zu und gewinnt 3 Zehntel vor dem Südtiroler Anton Blasbichler. Der Junioren-Europameister aus dem benachbarten Sellrhein, Andi Ruetz, gibt als Dritter vor Georg Eberharter und Peter Lechner abermals eine große Talentprobe. Und alle Einsitzer sind von dieser Vor-WM begeistert. Ja, die Bahn ist in einem super Zustand, war toll präpariert. Also man kann hoffen, dass es nächstes Jahr genauso wird. Und ich glaube, dass für den Sport sehr gut ist, also dass man das dann wirklich miterleben kann, was Naturbau wirklich ist. Und ich glaube, dass es sehr spannend wird für nächstes Jahr. Ja, ich muss sagen, die Konkurrenz wird viel größer nicht mehr werden. Es fahren die Russen, die fahren sicher, aber Italiener sind die stärksten Damen da gewesen und Österreich ist eigentlich auch die stärksten. Also viel mehr Konkurrenz, glaube ich, kommt gar nicht mehr. Äußerst spektakulär zum Abschluss der Konkurrenz der Doppelsitzer. Michael Bischofer, Herbert Kögel sind hier unterwegs zu Platz 3. Der Sieg geht vor den Südtiroler Bronzemedaillengewinnern der letzten Weltmeisterschaft, Roland Niedermeyer, Hubert Burger, Andi Brüder, Helmut und Andi Ruetz. Es war ein super Rennen für uns. Die Italiener waren sehr stark und natürlich auf einer super präparierten Bahn, auf einer Hochgeschwindigkeitsbahn, ein schnelles, interessantes und spannendes Rennen gewesen. Einigen war es zu schnell. Oder war es die Radarfalle, die einige bei 90 km/h absteigen ließ?